Meine Lieben, willkommen zurück zu Mr. Quest Legend. Und es geht hier schwuppdiwupp weiter. Wir haben Doppelangriff, das freut uns natürlich doppelt. Also werden die Dinger noch fixer, hoffentlich down gehen. Die trifft, also haben wir so gut wie gewonnen. Holdri. So. Und dann wollen wir natürlich gucken, was wir in den Kisten haben. Krafttränke. Das Stahlschwert. Das stärkere Schwert. Wow. Ist natürlich super. Nehmen wir gerne so mit. Was haben wir hier? Irgend so ein Eisdingens? Eisklotz? Endlich! Da kommt mein Frühstück. Was? Ich bin doch kein Frühstück, du Idiot. Okay, aber er haut ab. Also müssen wir wohl irgendwie folgen. Und dafür sollten wir hier irgendwie mal hochkommen. Ist ein bisschen doof gemacht hier auf jeden Fall. Jetzt vielleicht? Nee, natürlich nicht. Hä, wie war denn das noch? Ach so! Wir müssen quasi unterhalb der Stäbe und dafür müssen wir hier so runter. Natürlich. So irgendwie? Ja. Und so muss es gehen und da haben wir noch zwei Z-Dinger, Z-Jagos. Und das Schwert. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Gut, weiter geht's. Noch ein paar Mistdinger. Dann nehmen wir die Bomben mal. Vorbei, ach du mein Seitenspiel. Nein, och. Ich sehe schon wieder kommen. Ach, bitte lass uns überleben. Ach nee. Immerhin treffen die Bomben, glaube ich, in jedem Fall. Alter. So, ich hoffe, sie sterben jetzt. Ja. Und dann geht's hier hoch. Und natürlich ist da noch ein Gegner. Wir sind noch immer blind, aber egal. So. Verdammt, wie blind sie verwirrt. Es kann nur schief gehen. Stirb doch einfach. Nee, die sterben nicht. Aber jetzt. Na los. Schön ins Gras beißen. Vielen Dank. Und dann geht's weiter. Immer weiter in die Höhe. Moment. Ich würde sagen, hier mal die Kisten öffnen. Ach nee. Da müssten wir zurückgehen, aber das wollen wir natürlich nicht. Gut, und hier sind wir quasi direkt beim Boss. Also hier lang schlittern. Und da haben wir ihn. Den Eisgolem. Wir heilen uns erstmal natürlich. Und dann sind wir hoffentlich gewappnet für den großen Endboss. Und los geht die wilde Fahrt. Das Doofe ist, hier wirkt unser Lebenszauber nicht, dass er ihn irgendwie tötet. Das finde ich ärgerlich. Aua. So, schwerer Treffer, schon mal ein guter Beginn. Gut, sie kann mal ein bisschen mit ihren Donner-Aura-Dingens
rummachen, ja. Okay, er beginnt schon zu schmelzen, ist schon mal gut. Sie heilt uns mal. Also der Beginn ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Herzklammer, au, au, au. Ja, der mag uns nicht. Schön uns angreifen, das ist super. So, dann können wir mal angreifen und sie auch. Feuerfluch. Müsste effektiv sein, eigentlich, aber ich glaube, deine Aura ist dennoch stärker. Also, ja. Wir können auch dreimal deine Aura einsetzen. Also, ja, das macht auf jeden Fall Schaden. Nein! Jetzt pennt sie auch noch. Wir heilen sie mal davon. Ich würde sagen, wir spenden ihr Kraft und sie greift an. Manu. Ich glaube noch zu wissen, dass er... Oh, super. Wenn er jetzt noch eine Stufe mehr geschwächt ist, dass er dann noch fieser wird. Habe ich so ein Gefühl. Nehmen wir jetzt den Feuerfluch. Mal gucken, wie der wirkt. Au. Genau, er heilt sich auch. Mitunter. Und ja, ist anfällig dagegen. Super. Haben wir auch einen Feuerfluch? Oh ja, haben wir. Super. Ist auf jeden Fall super. Super, super. Weil es super ist. Gut, sie heilt sich mal. Lebenszauber auf sich selbst. Also dank der Stahlrüstung widerstehen wir Eisattacken. Auf jeden Fall hilfreich. Gut. Ich würde mal sagen, wir nehmen Feuerfluch und sie auch. Geh doch mal down. Noch nicht. Au, oh, das macht aber extrem Schaden. Aber er ist besiegt. Der Eisgolem, oder wie der heißt. Ach, super. Ah, doch, relativ einfach. Also machbar auf jeden Fall. Und der zweite Kristall erscheint. Ah, wir haben die Eispyramide erfolgreich hinter uns gebracht. Und das war nichts mit dem Frühstück. Für den Golem. Eher für uns. Ein kleines Eis am Morgen. Der Kristall, ich muss nach Aquaria zurück. Vergiss nicht, mit Spencer zu sprechen. Und andauernd lassen wir uns allein. Nach dem Boss kämpfen, das darf doch nicht wahr sein. Die Wassermünze haben wir auch noch gefunden. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt nicht irgendwie eine rote Truhe übersehen haben hier. Natürlich super scheiße, also schlecht. Egal, mehr runter hier und hier auch runter, und dann nähern wir uns wieder dem Ausgang des Dungeons. Und ich bin am Überlegen, soll ich noch die anderen Eingänge noch mal durchforsten und dann da noch mal gucken, ob wir hier eventuell noch irgendwelche Kisten übersehen haben. Also keine braunen Kisten, davon habe ich ja eh eine liegen lassen. Aber ich meine rote Kisten. Das ist halt die Frage hier. Aber wir werden es schon rausfinden. Da 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 da. So,
wieder zurück. Das war doch der Rückweg, oder nicht? Also hier unten haben wir auf jeden Fall nur braune Kisten. Ich möchte auch nicht unbedingt alleine jetzt diesen Gegnern hier begegnen. Ich meine, in der Knochenhülle war es ja nicht so schlimm, aber ich glaube, hier wäre es schlimmer. Gut. Wir sind wieder in der ersten Etage auf jeden Fall. Ja, die Musik erinnert so an damals. Die guten alten Zeiten. Moment, sind wir hier nicht falsch? Hilfe, wo bin ich? Wir sind doch richtig, glaube ich. Ja, hier ist der Eingang auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann mache ich hier gleich einen Schnitt. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Und tada, das Land erstrahlt wieder in Grün. Das Eis ist geschmolzen. Wir haben es geschafft. Wir sind der Held auch im zweiten Land. Wow. Das ist natürlich super. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht es hier weiter. Dann geht zurück nach Aquaria oder wahlweise auf Awaria, wie der Wolkengeist sagt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut.